So, Freunde, willkommen zum letzten Tag des Bonus-Booster-Turniers und zuallererst natürlich wieder der Blick auf die Defensive. Na komm. B. Okay, wir haben uns also bis auf B hochgekämpft. Nur die letzten 30 Einträge werden angezeigt. Okay, wir wurden also sehr, sehr viel angegriffen. Genau 50%. Okay. Immerhin sind wir im neutralen Bereich, würde ich sagen. Dann schauen wir mal. Ja, das Team. Ja, das ist übrigens das Team, mit dem ich gestern gespielt habe. Und ja, es hat jeden besiegt. Der Hintergrund dabei ist einfach, dass ich mit beiden Panthers komplett das Feld der Gegner abdecken kann und dann Ursena hinterher. Gucken, ob wir das jetzt hier mal demonstriert kriegen und das sieht schon mal sehr gut aus. Nimm die, ich nehme die und ich nehme die und wie wir sehen, ich bin ja auch bei dem 4-1 geblieben, ne? Also da lasse ich mich nicht unterkriegen. So, jetzt da Panther, gut, Alassi ist schon weg, jetzt Ursena hinterher. Und das macht schon ordentlich Schaden. So, jetzt habe ich. Wie mache ich das? Finde, kriege ich durch die Steine weg. Ja, ich hau June weg und Finlay. Dann haben wir die komplette Seite frei und gucken einfach mal, was hier so kommt. Auf Alice habe ich jetzt eigentlich noch keine Lust, also triggern muss ich sie nicht unbedingt. Haha, Minion Kill. Okay, Alice trifft, ausgerechnet Grasul, das ist umso besser. Und dann war's das. Ja, sehr gut. Ja, und so lief es gestern halt auch. Aber den guten Tag, den konnte ich dann nicht mit euch teilen. Araton. Araton. Okay. Ja, ich würde sagen, bleiben einfach bei dem Team. Okay, hier wird das jetzt ein bisschen interessanter. Muss zusehen, dass wir erst Grasul, wenn möglich, kriegen. Kriegen wir aber nicht. Das heißt, ich versuche mich jetzt irgendwie in eine bessere Position zu bringen, indem ich hier die Lilanen hochbringe. Okay. Okay. Gucken wir mal. Das geht in die Roten. Vielleicht kommt da irgendwas. Okay, Grasul. Da die blauen, da habe ich rot. Ich das mache, klaut er mir natürlich Mana. Ist jetzt nicht so cool, aber. Ah, ich komme da jetzt auch nicht hoch an die Lilanen. Ich muss mal hier ein bisschen zügiger spielen. Aber das ist schon vorbei. Ja. Wähler kriegen wir noch. Jetzt kommt Grabmacher und dann sind wir eigentlich weg. Ja, das war schlechtes Board für 4-1. Beziehungsweise das war mit Wähler war das nicht so super. Okay. Ja, da passt ein 4-1 bei zwei Gelben. Ein 4-1 in Lila. Ja, Quinn gibt uns ja ein bisschen Zeit, deswegen versuche ich mich hier zu positionieren, wobei. Boah, reichen die drei? Ja, schon viel, 1046. Na komm. Haha. Schwein gehabt.
So, dann bräuchte ich mal noch ein bisschen Lila. Vielleicht kommt hier was. Jawohl. Jetzt lösen wir leider Grabmacher aus, aber das ist nicht ganz so tragisch. Er trifft natürlich auch alle drei, der Hampelmann. So, Panther da drauf, Panther da drauf. Ursehner auf alle. So. Drake ist mir egal. Der kann von mir was auslösen. Ich habe ja Ursehners Buff drauf. Ja, jetzt ist die Frage. Finley wird natürlich reinhauen. Ursehner wird auch reinhauen. Aber ich glaube, Finley ist unangenehmer. Hauen wir mal Finley weg. Okay, hier habe ich jetzt Lila. Spiele ich die unter Ursehner oder unter Grabmacher? Grabmacher kriege ich definitiv weg. Ursehner bin ich mir nicht sicher. Obwohl, doch müsste ich eigentlich. Ja. Okay. Dann will nicht unbedingt jemanden jetzt hier wieder triggern, aber ich guck mal, ob hier was Lilanes kommt. Ja, perfekt. Okay, sehr gut. Nur Top 1% haben wir erreicht, das ist das Ziel. Okay, wieder ein Russe. Ja, nehmen wir wieder das Team, komm. Das ist schön. Kann ich endlich auch mal mit beiden Panther spielen. Was passiert, wenn ich das mache? Und das? Ah, ich war so knapp vor einem Diamanten. Shit, das war knapp. Egal. Egal, egal, egal. Hier haben wir jetzt was Lilanes. Ach, Frieda löst natürlich aus. Das ist nicht cool. Aber wir haben unsere Lilanen. Jetzt machen wir nicht Seeschat kaputt. Okay. Damit kann ich leben. Panther da, Panther da, Ursehner. Man kennt es. So. Jetzt ist wieder die Frage. Ich glaube, ich nehme Wähler aber in Kauf. Ja. Ich nehme Wähler in Kauf. Wobei sogar der Wasserschaden ja gar nicht durchkommt. So, und jetzt Panther. Und das müsste es gewesen sein. Jawohl. Okay, also hier klappt 4-1 im Turnier. Einigermaßen. Tommy Pommy. Okay, ja. Gleiche Team. Ja, nehmen wir erstmal die 4 hier unten, bevor da irgendwas passiert. Sehr gut. Gelber Diamant und lila Combo. Oh. Okay. Kann ich mit leben? Alice müsste jetzt weg sein. Ach, das war wegen Ursena. Ja. Okay, das ist jetzt ein bisschen, wird ein bisschen interessanter. Gehen wir mal hier rüber. Ja, sie weicht aus, habe ich mir gedacht. Okay, Ziel ist jetzt erstmal Ariel wegzubekommen, damit sie nicht mehr heilt. So, dann ist Alice weg. Dann ghosten wir. Dann nehmen wir Magni raus. Nach einer Revive natürlich.
Das ist auch so ein richtig nerviger Zeitgenosse da geworden, der Magni. Oh, das war. Da habe ich Schwein gehabt, dass der Minion June getötet hat. So, jetzt ist er weg. Okay. Natürlich gehst du da drauf. So, Grasul. Ja, und das war's jetzt erstmal hier wieder. Vielleicht, ja, wahrscheinlich werden es die Minions jetzt irgendwie richten. Oder auch nicht. Na, komm schon jetzt. Und sicher zum Sieg. Ja, also dieses 4-1-Team ist schon nicht schlecht, ne? Also die beiden Panther, dann Ursena hinterher. Das ist schon ganz gut. Wir können ja mal eben gucken. Die Aufnahme läuft ja noch. Das waren hier gestern meine Gegner. Also die habe ich alle mit dem Team von gerade besiegt. Amigo war noch da. Ja, da war auch eine Wähler. Ich glaube, da war ich. Da hatte ich Glück mit dem lila Diamanten am Anfang. Und 1, 2, 3, 4. War er das noch? Ja, er war, glaube ich, auch noch dabei. Die anderen auch alle vor einem Tag, vor 3 Tagen, was ist das denn? Als ob ich einen Tag ausgesetzt hätte. Ja, jedenfalls waren das die Teams und ja, Top 1%, 16.000. Ja, ich hoffe, das reicht für Top 1%, sollte eigentlich. Ja, gucken wir nochmal eben hier in die Kiste rein. Ja, nichts Besonderes. Gut. Ja, aufgrund der ganzen Sache mit Telluria habe ich mich jetzt entschieden, im Laufe der nächsten Zeit eine zweite zu leveln. Weil, wenn ich meine Raids mit Telluria mache, dann klappt das eigentlich sehr gut. Und ja, das war auch das einzige Team, was im Krieg erfolgreich war. Deswegen, ja, muss ich mal gucken, dass ich da eine zweite Telluria level. Kann zumindest nicht schaden, ja. Und die anderen oben in Team 1, ne, Grimbel und den Diamantenhauptmann, weil die Minions bekämpfen. Ah, Grimbel werde ich nur auf 370 bringen, aber das sollte vielleicht dann schon mal so für ein Cleanup oder sowas, kann man den dann mal mitnehmen. Weil auf 80 bringe ich ihn nicht. Ich habe nur 8 Röcke und da hebe ich mir die 6 auf für den Mai, wenn Clarissa da kommt, in der Hoffnung, dass man sie kriegt. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ja, den Diamantenhauptmann, der ist auch eher zum Clean dann da, ne? Den werde ich oder vielleicht in so einem blauen Monoteamer reinbringen. So ein blaues B-Monoteam, keine Ahnung. Ja, und Kaschrek und Azar nehme ich einfach, weil ja da die Kostüme für die raus sind. Und ja, dann sind die schon mal voll und dann kann man nur noch das, oder braucht man nur noch das Kostüm leveln. Ja, zum Thema Leveln, da werde ich demnächst mal noch ein Video rausbringen, weil ich wurde angesprochen, ob ich Farben rein level oder kreuz und quer oder wie auch immer. Und ja, das mache ich ein kurzes Video zu. Das wird nicht lange dauern, hoffe ich. Das habe ich bei den anderen Videos ja auch gesagt, die dann 40 Minuten waren. Aber ich versuche mich da dann irgendwie kurz zu halten. Und ja, dann hoffe ich, dass das auch wieder hier in einer guten Qualität ist. Ich habe ja Feedback gekriegt, dass es gut ist. Und dann bleiben wir jetzt auch erstmal wieder bei dem Format. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass ich höchstwahrscheinlich die Kriege am Sonntag jetzt demnächst in einem Livestream mache. Das werde ich
dann aber in den diversen Line-Gruppen ankündigen. Aber ja, damit ihr das nicht verpasst, ne? Abonnieren und Glocke aktivieren. Bei der Glocke, dann kriegt ihr da die Benachrichtigung. Dann müsst ihr gar nicht bei Line gucken oder so. Dann passt das. Okay, dann würde ich sagen, war es das für heute. Das war jetzt der letzte Tag, ne? Ah, nee. Letzte Tag des Turniers. Genau. Ja, dann gucke ich mal, ob ich mir da morgen was einfallen lasse mit dem Leveln. Und dann sehen wir uns morgen spätestens am Sonntag dann. Also macht's gut.